BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Dirk, bitteschön. Ja, vielleicht kann er mal erzählen, wie er jetzt so nach einem Dreivierteljahr Dortmund seine eigene Leistungsentwicklung sieht und wo er sich so vom Stand her derzeit sieht. シーズン4分の3ぐらい過ぎて、まあ、ドルトムで来てからの自分のこうパフォーマンスの成長ぶりというか変化で今どのあたりまで来てるかっていうのを自分でちょっと判断してさ。ねえ、いやもうすごく今シーズン、まあ、難しいシーズンだったっていうかそのっていうのも結果もなかなかうまく、ついて継続しついてこなかったですし、個人的にはすごく、まあ、チームとしてもそうですけど個人としてもすごく苦しいシーズンで、ただここに来て、まあ、勝ちも収めてきているので、そういう意味では最後シーズン終盤に来てあのチームとしてはいい流れに来ているとは思います。個人的なこと、個人的にはすごく、まあ、納得がいってないというかなかなか結果が継続して出てないのですごく悔しいですけど。Ja, ich denke, wir sind uns alle einig, dass es eine wirklich schwierige Saison war insgesamt, auch für die Mannschaft, aber auch für mich. Und es ist einfach so, dass wir nicht konstant Ergebnisse liefern konnten und ich selber auch nicht, immer wieder mal, aber eben nicht kontinuierlich. Und aber es freut mich jetzt natürlich, dass wir jetzt zum Ende der Saison hin doch noch Ergebnisse erzielen konnten insgesamt. Nur mit meiner eigenen Leistung bin ich nicht zufrieden. Wie gesagt, da habe ich mir eigentlich viel mehr Ergebnisse, konkrete Ergebnisse erhofft gehabt und die konnte ich nicht, zumindest nicht konstant an den Tag bringen. Der Spielplan sieht es ja vor, dass ihr jetzt kurz hintereinander zweimal gegen Wolfsburg spielt, einmal in der Liga, einmal im Pokal. Welche Gemeinsamkeiten gibt es und welche großen Unterschiede zwischen den beiden Partien? 同じ対戦相手だけどもリーグとカップ戦がどう違い、あるいは同じ相違点というか同じ点あるとする、まあ、この短期間に 2試合とも2回同じ対戦チームと試合するのは、まあ、難しさはありますけど、ただ、まあ、大会自体は違いますし、両方本当に大事な大会ですし、監督もやっぱり両方、ね、全く違う試合だから、まずはそのアウェーでの試合でしっかりと勝ち点3を取れる準備をしようというのを言ってましたし、まあ、そういう意味ではカップ戦の決勝を考えるよりもあの今週の土曜日に最高の準備をして、勝ちたいと思います。Ja, es wird sicherlich nicht einfach, zweimal in so einer kurzen Zeit Spanne gegen denselben Gegner aufzutreffen, aber ja, wie schon gesagt worden ist oder auch der Trainer bekräftigt hat, das sind eben zwei völlig unterschiedliche Partien, die man so nicht vergleichen kann und außerdem müssen wir uns erstmal, wie immer, auf das nächste Spiel konzentrieren. Wir dürfen nicht irgendwie schon andere Sachen vorwegnehmen und uns davon ablenken lassen. Und deswegen ja, werden wir jetzt diese Woche wieder voll konzentriert auf unser nächstes Spiel, also in der Bundesliga dann konzentrieren. Gigi hat eben gesagt, dass er mit sich nicht hundertprozentig zufrieden ist, dass die Konstanz gefehlt hat. Er hat am Samstag gesagt, er hätte sich so ein bisschen müde gefühlt. Ist das vor allem bei ihm ein Kraftproblem? Er hat sehr viele Spiele gemacht, plus Asien Cup in Australien. Gut, das ne, ich ne, hat das wie ich ihn auch gesagt. Ich habe noch ein Interview, dem auch, also, Körper war müde, wie ich ne, auch gesagt. Ich glaube, bei Asien Cup und World Cup, die haben zwar nicht immer so viel gewichtet. Wie ist das ne? Natürlich, in dieser Zeit ist es sehr シーズン的にも終盤に差し掛かってタフな時期であるんで、もちろん体が疲れるのは当たり前ですけど、まあ別に試合が多いからとかそういう疲れというよりはやっぱメンタル的なところでやはり一番疲労はやっぱりあるのかなって思いますし、やっぱそういう意味では毎回ね、毎週しっかりリフレッシュした気持ちでトレーニングを望んでるし、目標を持ってトレーニングするようにしてますけど、やはりすごく難しさを感じるときはやっぱり1年通してやっぱありますし、ただ僕たちはやっぱり最後大きな戦い会があって、ここの終盤時期大きな試合があるわけで、今はそういう集中力という意味ではしっかりと集中してトレーニングができているので、また今週ねしっかりと調整して土曜日に向かいたいし、来週逆に重かった分今週の調整の仕方であったりというのを個人的に考えながら、調整したいなとメンタル面も含めて。Ja, es ist ja eigentlich ganz normal, dass in dieser späten Phase der Saison, dass da immer so ein bisschen Ermüdungserscheinungen auftreten und das ist sicherlich ein Faktor. Das andere, dass ich mich jetzt neulich speziell so müde gefühlt habe, ich
ich würde das nicht unbedingt auf diese vielen Spiele jetzt außerhalb der Liga unbedingt zurückführen. Klar waren das schon einige Spiele, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es auch der mentale Faktor eine Rolle spielt, dass ich eben dadurch ein bisschen mich schwer gefühlt habe, obwohl vielleicht der Körper an sich jetzt nicht so wirklich schwer gewesen ist. Und aber es ist klar, wir haben jetzt noch wirklich wichtige Spieler vor uns, wo wir noch wirklich viel erreichen können, und deswegen muss ich bis zum Schluss konzentriert daran arbeiten und solche Probleme bewältigen. Und deswegen werde ich mich jetzt auch in dieser Woche jetzt mit Blick auf das nächste Spiel gegen Wolfsburg diese mentalen Faktor inbegriffen nochmal alles reflektieren, um da jetzt wieder beim nächsten Spiel die bestmögliche Leistung zu bringen. Jürgen Klopp ist jetzt noch 3 Spiele, dein Trainer. Welche Rolle hat er in deinem Fußballerleben gespielt? まあ、ドルトム日本からドルトムントに来て何も知らない環境で状況でやはり監督と一緒に信じて、優勝も取れたしやっぱ試合にも起用してくれてやっぱいろんな経験をさせてくれたっていうのはすごく本当に感謝の気持ちでいっぱいですし、またマンチェスターで苦労してる時もやはり気にかけてこうやってまた獲得してくれたりっていう本当に、自分たちは素晴らしいやっぱ存在なんで、まあ、最後ねやはりいい形で終わりたいですし、これからももっと成長していくでもね、監督にも自分の成長しているところを見せたいですね。あと3試合で。Ja, ich bin Trainer natürlich super dankbar. Also erstens, als ich hier ganz neu ankam aus Japan in die Bundesliga, wusste noch gar nichts über die Bundesliga. Und er hat mich sofort da quasi an die Liga rangeführt. Habe ich gleich von Anfang an so das Vertrauen gespürt. Man hat sich gegenseitig vertraut. Und wirklich wunderbare 2 Jahre dann damals dann genießen können. Und dann anschließend, nachdem ich dann in England oder bei Manchester dann mich verabschieden musste, hat man mich hier mit großer Energie, glaube ich, wieder mich zurückgeholt und auch dafür, klar, spüre ich eine große Dankbarkeit. Und ich denke, dass ich mich gut entwickeln konnte unter ihm. Und es sind jetzt wirklich nur noch 3 Spiele, aber wir würden uns natürlich alle freuen, am Ende dann in einer schönen Form ihn verabschieden zu können. Und und darüber hinaus würde ich natürlich mich gerne noch persönlich weiterentwickeln, und um Jürgen Klopp sozusagen auch nochmal mich weiterentwickeln und dieses dann dem Trainer präsentieren. Du hast gerade gesagt, dass die Saison dich mental mitgenommen hat. Ein bisschen hättest du dir das leichter vorgestellt, die Rückkehr von Manchester dann zurück nach Dortmund? Ich habe mir gesagt, dass ich mich mental mitgenommen habe. Ich habe mir gesagt, dass ich mich mental mitgenommen habe. やっぱりどうしてもイメージとしてやっぱり常に僕が在籍した1年目のイメージは常にあったし、もちろんそういう舐めてたわけじゃないけど、やっぱチーム状況も考えて素晴らしい選手が揃ってるからこそ、特に前半戦 のチームのうまくいかなかった時はすごくやっぱり受け入れにくかったし、その状況はすごく苦しかったし、すごく自身であったりもそうですし、波に乗り切れなかったのかなってすごく集中力も含めてなかなかうまく持続できてなかったのかなって思います。Ja, also als ich damals zurückkam, konnte ich mir wirklich nicht vorstellen, dass mit dieser Mannschaft man so wenig erfolgreich sein kann. Einerseits hat man natürlich auch die Bilder von vor 3-4 Jahren eben in Erinnerung. Und dann hat man aber jetzt auch wieder gesehen, es sind gute Spieler da und der Kern ist immer noch der alte gewesen wie damals. Und trotzdem lief es einfach nicht, das zieht einen richtig runter. Aber
Und das, denke ich mal, hatte schon eine Wirkung auf die mentale Stabilität so ein bisschen. Das ist ganz klar, wenn man eben keine Erklärung dafür finden kann. Thomas, bitte. Ganz banale Frage. Wahrscheinlich reichen 4 Punkte, um über die Bundesliga sich für die Europa League zu qualifizieren. Schafft ihr das? Ich gehe um irgendwas kaum. Ja, それは強く信じてるし、今のチーム状況も勝ち切り負けてはないしね、勝ち切れてるんで、ただ相手次の相手はすごく強敵なので、本当にそのための準備をしっかりと今日も含めてして、やれれば必ず勝てると思ってます。Natürlich glauben wir daran, klar, und wir sind ja auch mal im Moment insgesamt einen guten Lauf.Nur dürfen wir natürlich den nächsten Gegner, besonders die nächsten Gegner, nicht unterschätzen, das ist ganz klar. Aber wir würden jetzt auf jeden Fall alles dran setzen, um zu gewinnen und um die nötigen Punkte einzufahren. Okay, eine Frage noch hier. Was weiß er denn vom neuen Trainer, der im Sommer kommen wird? Ja, tak, kite ja nai kana. Ma, Nihonjin no Okazaki-senshuga isshu ni play shite tan de, ma, kare kara.まあ、今回代表とかでね聞けたらいいなって思いますし、まあ、基本的にはあまり特に何も話は聞いてないです。Nein, im Moment, bisher habe ich mich nicht so damit beschäftigt. Ist klar, dass mein Nationalmannschaftskollege Okazaki da sich schon ein bisschen auskennt und deswegen hoffe ich, dass ich vielleicht jetzt bei der Nationalmannschaft Gelegenheit habe, von ihm ein bisschen was über den neuen Trainer zu erfahren. Okay, letzte Frage, okay.Da wir gerade vom großen Umbruch sprechen, was glaubst du denn selbst, was nächste Saison mit dem BVB wieder möglich ist? Na, okay, na, den kann ich das halt etwas genau. Da ist diese Saison, so eine Donna, ein Kekka, ein Motomeral, du das kannst. Ja, また新たな監督が変わって、監督が変わるってことは、まあ、マンチェスターの時はそうですけど、難しさはすごくあるのかなと思いますし、ただやっぱり、まず一番お互い信用して、お互いがやっぱり目標をはっきりして、同じ。ところに向かってやっぱ戦うことが大事なんで、それをしっかりとシーズン入る前のキャンプから、全力でハードワークして、まあ、ハードワークし続けるしか道は開けないし、その目標をお互いを持って監督を信じて選手、やっていきたいなと思います。Ja, so ein Trainerwechsel bringt immer einen großen Umbruch und auch für alle sicherlich ist das eine neue Herausforderung. Ich kenne das ja jetzt eben auch auf Manchester, so ein Trainerwechsel. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man einfach als Mannschaft geschlossen bleibt, an seine Stärken glaubt und gemeinsam in beiderseitigem Vertrauen dann auf möglichst gute Ergebnisse hinarbeitet. Und das fängt dann jetzt.Demnächst dann in der Vorbereitung gleich an. Ich hoffe, dass wir dann wirklich alle konzentriert dann gleich in die Vorbereitung reingehen können und um dann, wie gesagt, in beiderseitigem Vertrauen dann ja, wieder in die Bundesliga einzusteigen.